Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Lütten Rock Archivs. Heute möchte ich euch eine Band vorstellen, die sich 2017 in New York im Bezirk Brooklyn gegründet hat. Ist ein Trio, also Schlagzeug, Bass, Gesang, eine Bassistin. Die Dame heißt Cindy Maynard und Gitarrist und Gesang, den Namen kann ich mir jetzt nicht so merken, Keith Robinson, genau, muss ich nachgucken. Scheibe nennt sich Voyage, ist ihre zweite und die hat es mir echt sehr angetan. Hier kann man auch sehen, das ist die Vinylausgabe. Ich bin da ein bisschen freakig, ich klebe mir immer die Aufkleber auf den Folien immer noch auf die Innenhülle und da kann man es dann sehen. Hier wird explizit darauf hingewiesen, dass diese ganze Scheibe völlig analog aufgenommen wurde und produziert wurde. Vom Aufnahmeprozess bis zur Fertigung soll es rein analog abgelaufen sein. Wie dem auch sei. Ich finde die Scheibe bockstark. Ist ein sehr geiles klassisches Metal-Album. Aber naja, eher klassisches Hardrock-Album. So ist richtig mit einer Ecke Metal. Und es ist ganz unprätentiös, ganz direkt, ganz schnörkellos, aber dennoch anspruchsvoll von den Gesangsharmonien teilweise. Die beiden passen gut zusammen. Also die Sängerin Cindy Maynard und der Sänger und Gitarrist Keith Robinson, Sängerin und Bassistin. So. Die harmonieren, da passt das mit den Gesangsharmonien. Auch die Gitarrenarbeit ist exzellent, schöne Gitarren-Soli. Man macht nicht hier so den üblichen 3,5-Minuten-Ritt durch die Scheibe, sondern es sind auch längere Stücke und auch ein bisschen komplexere, anspruchsvollere Songs drauf, unter anderem Adres Thea, den finde ich total geil, aber auch gleich der Anfang Snow Tiger und auch Falling Wizard und auch der letzte Song auf der zweiten Seite Never Look Back. Alles gute Beispiele für handgemachten, sehr groß, also guten handgemachten Hardrock mit schönen Hooks, schönen Melodien, die ihre ganz eigene Charme entwickeln und echt auf Dauer, ich habe mir jetzt in letzter Zeit ein paar Mal wieder angehört, süchtig machen und wirklich, wirklich richtig gut sind. Also, man darf gespannt sein. Das ist, wie gesagt, ihre zweite Scheibe. Ich hoffe, es gibt noch mehr. Die sind gerade auch auf Tour. Ich hoffe, ich kann es nach Hamburg machen. Nochmal der Hinweis, das sind Tanith aus New York mit ihrem zweiten Album Voyage. Ihr könnt natürlich wie immer gerne Likes unter diesem Video hinterlassen oder den einen oder anderen Kommentar hinterlassen. Vielleicht gefällt es euch ja, wenn nicht, habt ihr es wenigstens versucht. Freue mich weiterhin auf eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Dabeisein und denkt dran, Rock'n'Roll. Bis demnächst.